CW 2017, willkommen. Willkommen am QNAP-Stand. Ich darf heute was zu den Neuigkeiten von QNAP vorstellen. Mitten im Messetrubel. Und wir sind hier gleich bei den ersten Produkten, den ersten Neuigkeiten. Das ist zum einen eine PCI-Karte, die als, werde ich jetzt bei einigen Produkten auch zeigen, in das NAS direkt eingesteckt werden kann. Es gibt verschiedene Varianten dieser PCI-Karten, als 10G-Variante, mit SSD, M2-SSD. Dazu vielleicht aber nachher noch mehr. Kommen wir hier gleich eins weiter rüber, nach rechts. 10G-Switch von QNAP. Wird Q3 ungefähr auf den Markt kommen. Hier schon mal als Sneak Preview unser neuer Switch, weil alle Geräte oder immer mehr Geräte von QNAP jetzt ja auch schon mit 10G ausgerüstet sind. Und da haben wir natürlich, ist es sehr sinnvoll, wenn wir hier schon gleich einen tollen SSB Plus oder 10G und 1G Kombination haben. Einen Stock tiefer, going down. Thunderbolt Next Generation. Thunderbolt T3. Kaum auf dem Markt, ist Thunderbolt 3 announced worden, bietet QNAP das Thunderbolt in der Version 3 an, das TVS 1282 T3. Mit verschiedenen Prozessoren, i5, i7, bis zu 64 GB RAM. Neu ist 4 Thunderbolt Ports hinten auf der Rückseite. Das sind 4 Ports. Neu hier vorne das große System mit 4 SSD-Einschüben. Natürlich auch abwärtskompatibel zu Thunderbolt 2. Okay, wir haben noch so viel, deswegen müssen wir gleich weitermachen. Ich kann immer nur ganz kurz was zu den einzelnen Systemen sagen. QNAP TS1685. Ein Xeon-Prozessor, NAS auf Desktop-Basis mit 16 Einschüben. Auch hier in verschiedenen Prozessor-Varianten, 4 Kern, 6 Kern. Und wenn wir uns vielleicht von der Backseite, anschauen, sehen wir auch schon, wo zum Beispiel solche 10G-Karten, die wir sie gerade gesehen haben, eingesteckt werden können. Hier sind bereits 10G on board, mal 2, 4 mal 1G, USB und dann die Lüfter für die Laufwerke. Und hier oben ist eben PCI-Schnittstelle, unter anderem auch mit Graphic Pass-Through. Gut, weiter hier zu den Highlights. Das TS453B ist neu, in der Mini-Variante, wird von oben bestückt. Ansprechendes Design, Magnetdeckel. Das TS431X, eine sehr kostengünstige Variante, auch schon 10G-fähig, mit Annapurna. CPU und ich glaube das Highlight und ist das TS453B, der Nachfolger von 459, 463 und 453. Das ist das TS453B. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer jetzt auch noch an. Gibt es in verschiedenen RAM-Varianten, 4 GB RAM, 8 GB RAM, standardmäßig mit 2x GB Onboard, aber hier auch schon der PCI-Slot. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben auch ein bisschen was am Design getan. Wir sehen nachher nochmal ein laufendes System. Von vorne Anschaltknopf, die LED-Lampen für Festplattenstatus, LAN, USB, SD-Karten, sowas. Ein SDXC-Slot, USB-C-Steckplatz zur Verbindung an den PC direkt, um zum Beispiel die Konfiguration ohne Netzwerkkenntnisse durchführen zu können, für die Erstinstallation oder auch für eine Direct-Attached-Lösung. USB, One-Touch-Copy-Button, den gab es vorher schon, den sieht man hier auf der Rückseite. Komplette Interfaces, wie man sie von einem PC kennt. Wir fangen unten an, Netzwerk, externes Netzteil, Netzanschluss, USB 3.0 x 4, Gigabit LAN-Anschluss, 2x HDMI 1.4. Das heißt, 4K-Streaming wäre möglich. Mikrofonanschluss, Lautsprecheranschluss. Umgekehrt, Lautsprecheranschluss, Mikrofonanschluss, Stereo-Mikrofonanschluss. Und hier eben jetzt schon die PCI-Schnittstelle. Und mit dieser PCI-Schnittstelle
könnte ich eine Wi-Fi-Karte einbauen oder eine 10G-Karte mit M2 SATA einbauen. Ein großer Lüfter, schön großer Lüfter, entsprechend langsam drehen und schön leise. Was man hier nicht sieht, ist ein kleiner Speaker, kein Buzzer, sondern eben ein richtiger PC-Speaker. Das kann jetzt auch sprechen. So, von vorne nochmal. Toolless, ohne Werkzeug. Öffnen. Und ein bisschen Kraft anwenden. Hoppala. Hier sind die vier Bays. Auch hier Toolless. Die Festplatten-Einschübe. Was ich hier sehe, ist das neue Display, das neue OLED-Display und die Schalter. Die schauen wir uns aber gleich mal an einem Live-System an. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, dass man einfach mal das neue Display auch sieht. So, dann musst du mal mit mir jetzt um die Ecke rum. Einmal um die Ecke rum. Dann schauen wir uns das Ganze in Live an. Da gibt's. Da sieht man die Software, unser GUI-Lauf. Hier unten sind die Systeme, die wir gerade gezeigt haben. Hier ist das schöne Display. Was ich so schön finde, Touch Magic. Okay. Ich denke, das war's zum ersten Mal.